Ich grüße euch. So, beim letzten Mal haben wir eben über eine Grundgeometrie, über diese hochgestellten Rechtecke, die wir daraus erstellt haben, über ein Grundlagenraster und über die entsprechenden Strahlen diese Punkte des Grundlagenrasters auf eine Kugeloberfläche projiziert. So, und jetzt geht es darum, wie arbeitet man weiter? Ich habe mir hier noch eine weitere Ebene angelegt mit dem Namen Flächendreiecke und eine Ebene mit Rohre. Ich gehe jetzt auf die Ebene mit Flächendreiecke und fülle mit dem ganz normalen Werkzeug einfach die einzelnen Dreiecksflächen aus. Man kann das jetzt nicht so einfach kopieren, denn diese Flächen entsprechen nicht den normalen, also die Längen, die Seiten, die Kantenlängen sind nicht gleich. Das schaut hier nur so aus. Das heißt, man kann das nicht einfach ein Dreieck ständig herumkopieren. Was aber schon gehen müsste, wäre zum Beispiel Folgendes. Probieren wir es einfach mal. Die drei gruppieren. Und den braucht kein Mensch. So. Die drei gruppieren. Steuerung C und Move von hier nach hier. Na, Rotate. Ist nicht so einfach. Das gescheit einfach normalerweise weiter. Aber drehen müssen eigentlich schon gehen. Na. Also. Start Axis of Rotation. Das hier. Geht nicht so einfach. Das Ganze reindrehen. Da habe ich einfach noch zu wenig Ahnung von Rainer. Ich lehne das mal weg. So, stellen V. Und gehe es einfach einzeln durch. Aber mit diesen drei müsste es möglich sein, das Ganze zu belegen, wenn man den Drehenbefehl richtig beherrscht, wie ich eben noch nicht. So. Das ist auch das keine große Affäre. Das ist wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich nicht schneller, als wenn ich es nun herumkopieren würde. Es geht das auch relativ flott. So, jetzt habe ich hier diese Teile. Ich schalte mir das Raster aus. Die Teile. Drop. Das heißt, wenn ich jetzt innen, dann habe ich alle. Dann gehe ich wieder auf die Rasterelemente. Schalte mir das aus und mache mir jetzt
die Röhren. Das Zeug hier, die Röhre eben grün. Also, ja. Das ist sowieso nur zum Herumprobieren. Fliegen kein Grün. Transparenz keine. Reflexionsvermögen. Ein bisschen aufsetzen und glänzendes Finish machen. Na. Okay. So, die Dinge habe ich aktiviert. Ich sage jetzt ganz einfach mal Rohr. Jetzt ohne, dass ich mich um ein großes Profil kümmere. Einfach mit Rohre. So, Mikro 05 von mir aus. Und Around. Und okay. Haben wir die Rohre. Ich schalte mir die Raster weg. Sage, okay, das Zeug. Group. So. Dann schalte ich die Flächendreiecke dazu. Und Kugelrasterdreieck. Ich sage nochmal. Group. Und jetzt schalte ich mir die beiden aus. Das brauche ich. Das. Und jetzt geht es darum, ich brauche hier einen Nullpunkt, also Punkt, 0-0-0. So. Und jetzt kann ich das immer um die Kante spiegeln. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Ding markiere und ich gehe hier auf 3D. Skalieren, ne? Wo ist jetzt wieder? Spiegeln. Auf 3-Punkte-Ebene spiegeln. Das müsste es sein. Dann sage ich eben: erster Punkt, zweiter Punkt, dritter Punkt. Und wenn ich jetzt die Dinge wieder einschalte, habe ich schon das. Aber ich tue mich leichter, wenn das nicht dabei ist. So, das mache ich jetzt nochmal. Drei Punkte spiegeln hier, dieser und dieser. Und dann spiegeln wir das und das. Und hier. Und hier. Und hier. Den hier. Habe ich mich getroffen. Nochmal. Erster Punkt. Ist immer ganz günstig, wenn man sich so hindreht. Dass man die Punkte ordentlich sieht. Den von hier raus. Dann hier. Hier. Wieder ordentlich. Dann von mir aus. Auch noch mit. Auch noch mit. Bin ich. Steuerung zum Abwählen. Dann schon. So. Punkte spiegeln, zu dem Punkt, zu dem Punkt, auf unseren Mittelpunkt. Man sieht es schon ganz schön, die Kugelform nähert sich schon langsam an. Den nochmal, von hier nach hier. Hier ist er. Ich glaube, jetzt noch ein, zwei. Genau. Den hier von mir aus. Und es fehlt noch. Den noch.
Wichtig ist nur offensichtlich, dass mir die Punkte ordentlich sind. So, und jetzt haben wir so eine schräg im Raum liegende geodätische Kuppel. Den unteren Teil mache ich ja nicht, da muss ich irgendwo aufsitzen. Wenn ich mir das jetzt kurz einschalte, ist das alles wirklich schön da. Und gut, hier sieht man Folgendes. Hier sehe ich die ganze Sache, wo ich es drehen kann. Das heißt, wenn ich sage Rotate von diesem Punkt nach diesem hier. Das ist mir jetzt egal. Jetzt habe ich es mal im Raum hingedreht, die ganze Geschichte. Offensichtlich. Ja, so ist es richtig. Nach oben. Und jetzt möchte ich vielleicht die ganze Sache etwas weiter runterstellen. Move. Von der Frage, welches tiefste ich nehme, dann nehme ich das höchste. Und hier ganz gerade drauf. Hier rein. Und alle aktivieren. Und ja. Punkt. Hier. Punkt. Hier. Sitzt er ordentlich auf und man kann jetzt das Ganze aufsitzen lassen. Schaut dann so aus. Jetzt müsste es mir möglich sein, wenn ich das hier wähle und mit der Steuerungstaste das wieder wegnehme. Das weiß ich nicht genau. Dann einfach nur schneiden. Ja. Ist egal. Ich müsste sowieso vorher die ganzen Gruppen wieder auflösen, dass ich es wegschneiden kann. Aber jedenfalls. Rein optisch sieht die Sache schon mal so aus, wie sie aussehen sollte. Jetzt kann man natürlich darüber noch überlegen, wie man hier die Profile ordentlich hinbekommt. Ich habe ja jetzt momentan nur Rohre genommen. Ob ich irgendwelche Gelenke zeichnen will, ob ich irgendwelche Verbindungen schaffen will. Jedenfalls rein optisch. Fällt mir schon mal ganz gut. Wenn man das mit Rohren machen würde, würde man unter Umständen die Glaskonstruktion nach außen setzen. Das heißt, man würde hier überall mit den Strahlen, die wir haben, hier kleine Konsolen draufgeben und dann das Glas drauf machen. Das wäre jetzt dann noch eine Sache, die man vor dem Kopieren machen sollte. Also bevor man die Sache zu einer Kuppel formt. Gut, schönen Tag bisher.